Wie viele Gläser haben wir denn noch von diesem Bier-Tasting? Das ist ja unfassbar. Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zur neuen Folge von Wir saufen mal wieder Bier! Zu Gast ist heute der Kalea Bier Adventskalender. Begrüß mal die Leute mit einem ordentlichen Stinkefinger. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Aber der schaut mal, wie riesig der ist. Der ist ja super, Mann. Und das, also was richtig krass ist diesmal halt einfach, dass Kalea sich wirklich dieses Update geleistet hat und einfach so Android-Arme hingebaut hat. Finde ich richtig krass. Muss man auch mal loben. Hier kann man auch sehen, welche Biere drin sind, wenn sich so ganz krass spiegeln würde. Wir machen erstmal auf das ganze Ding hier, kann es sein. Ich war dahinter, Oberhaupt. Oh, lustig. Tada. So, das ist doch wunderschön, oder? Genau, die Türchen zeigen jetzt in unsere Richtung und wir müssen natürlich wieder probieren. Ihr kennt das Prinzip, Freunde. Es fragt sich natürlich, wo ist der Wert der Hauptdarsteller hin? Er holt noch ein Glas für Carina, denn wir haben schon eins hier und noch ein zweites jeweils. Das sind natürlich die von den letzten Adventskalendern, ne? Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein drittes, denn Carina hat sich zum wiederholten Male trotz vorheriger Bedenken bereit erklärt. Dieses Video ist natürlich gesponsert von Kalea. Das Bierkalender, Leute, so falls ihr mal Bock habt, irgendwie so ein cooles Weihnachten zu haben oder das Geschenk zu verschenken zu Anfang Dezember oder so, wäre das echt eine coole Idee. Der Bierkalender, wo eben in 24 Türchen 24 verschiedene Biere drin sind. Und natürlich gibt es auch alles drum und dran. Eine Kalea-App, wo man die Biere bewerten kann und so weiter. Ist hier auch schon mal eingeblendet, wie das aussieht. Kann sich auch alle der Infos durchlesen, so die ganzen Bieren und so weiter. Ist echt eine geile Sache. Ich bin schon sehr gespannt. Freut ihr euch auch? Ich hoffe schon. Yes. Juhu. Türchen Nummer 1. Carina, du hast es schon gefunden. Ich habe schon gefunden. Ich bin krass. Ich habe 1er Abi. Habe ich nicht, aber eher. Also ihr kennt das Prinzip, Freunde, wir saufen uns jetzt einfach wieder durch 24 Biere und bewerten dann am Schluss, welches das Beste ist. Ne? Können wir sagen, wie spät ist es? Es ist 12, also mittags. 12 vor 4. Also es ist 12 Uhr, nicht in der Nacht, sondern... Definitiv legitim. Was ist das erste Bier? Lies mal vor. Oder ich lese mal vor hier. Perlenzauber. Dry Hop. Aber das kennen wir doch schon, das Perlenzauber. Perlenzauber, war das gut? Das war beim letzten Mal auch dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wir müssen das dann schauen, ob das gut war oder nicht. Wir werden mal reingucken. Ich lege es mal hier so hin, dass man es hier gut sehen kann. Sieht schon mal sehr, sehr golden aus. Sehr, also für ein Bier eigentlich sehr dunkel. Was ist das eigentlich? Ist das ein helles oder? Ich dry hopped. Gypsy Brewing. Okay. Leute, auf geht's, am Ende! Oh Gott. Oh. Ist gar nicht schlecht. Ist lecker. Ja. Damn, ich will nochmal. Ist ja würzig, auch ein bisschen bitter. Ah ja, aber wenn man die großen Schlücke auf einmal nimmt, dann. Oh, ist lecker. Kann ich weiterempfehlen. Das ist schon ziemlich. Aber der Geschmack gut ist. Es hat einen bitteren Beigeschmack, aber es ist nicht schlecht, weil Bier hat ja sowieso generell immer einen bitteren Beigeschmack. So, Carina, suche die zwei. Ich kann sehr schnell mal einen kleinen Lifehack raushauen. Ich habe den Kalender komplett in den Kühlschrank gepackt, um ihn mal kalt zu machen. Weil ich war der Meinung, sondern es ist das Bier immer schön kalt gleich. Weil die meisten, die da zugucken, haben nicht mal so einen großen Kühlschrank. Das ist kein Lifehack. Ist gar nicht groß. Man muss halt die ganzen Dinger raustun. Der Back wird leer. Da war nur der Kalender drin. Ja, aber die meisten Leute haben nicht zwei Kühlschränke, dass du einen Bierkalender reinpacken kannst. Auch da habe ich einen Lifehack. Kauft euch einfach zwei. eBay Kleinanzeigen. Grantler. Grantler! Ein helles. Das ist aber helles, oder? Ein Grantler hell. Ein Grantler, da stellst du dir so einen 60-jährigen alten Opa irgendwie vor, der am Stammtisch hockt und so ist. Scheiße. Oder warum spritzt es da furchtbar von meinem Garten? Geht's weg da? Oh, ein helles. Das sieht's auch aus. Würzig frisch steht drauf. Ja. Es wird würzig helles Vollbier. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil wird. Let's go, ich hab Bock. Hallo. Ich will's aufhören. Oh, für ein helles ist es echt ganz schön würzig. Mhm. Also ich würde es auf jeden Fall vor den Perlenzauber rein. Ich finde es ein Ticken besser sogar nochmal. Du verstehst es auch ein Ticken besser. Wie du reagierst, findest du nicht ganz so gut? Overruled. Ich finde es ganz gut, aber nicht so gut wie das. Overruled. Hinten drauf steht, Bastjo, sind des Grantlers Worte für süffiges, vollmundiges, bayerisches Helles. Je weiter rechts, desto besser machen wir, oder? Vor den Kleppen natürlich auch machen. Wow, was ist das denn? Das sieht ja super aus. Ich will mal aufmachen, bitte. Gaffel Wies. Gaffel Wies. Gaffel Wies. Da könnt ihr es sogar mal reinschreiben in die Kommentare. Letztes Mal war ein Gaffel Kölsch drin, glaube ich, ne? Kölsch, ich habe mehr Bock. Ja, nee, ich nicht. Schenke mir eine. Jetzt, sofort, bitte. Ich brauche einen Schluck. Okay. Wisst ihr was, Freunde? Bier hat tatsächlich ziemlich viele Kalorien eigentlich. Also dafür, dass es eigentlich nur ein Getränk ist. Ja, weil es Brot ist. Aber es ist auf der anderen Seite zu 100% vegan. Denn in jedem Bier, egal nach welcher Brauart, ist immer genau nur Wasser drin, Gerstenmalz und Hopfen. Ab und zu beim Weißbier ist noch ein bisschen Hefe mit drin. Ne? Aber ansonsten ist es nur... Immer das. Immer genau das. Das ist ein obergäriges Bier. Das ist mega. Das ist
saumild. Leck mich am Arsch. Ist auch nee. Es geht runter. Aber es ist ein bisschen sehr süß, finde ich. Ist nicht so gut wie das mit dem Würzchen. Es hat irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Ich finde es super, schmeckt total mild. Du machst zwischen den Grandler und das andere. Wow, was ist das denn? Ein Reda-Husaren-Gold. Sag mal zur Kamera, wie das aussieht. Das Logo sieht voll cool aus. Kann man das sehen? Husaren-Gold. Ja, das ist selber nicht mehr. Husaren-Knopf oder das Husaren-Knöpfchen im Handel, gelegentlich auch unter der Bezeichnung Miniatursonnenblume angeboten, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Husaren-Knöpfe innerhalb der Familie der Korbblütler. Bevor wir trinken, habe ich hier noch eine kleine Sache gesehen. Ja, was hast du gesehen? Beer-Tasting live, neu. Erfahre mehr über enthaltene Biere und verfolge den Livestream täglich. 19 Uhr verkosten wir auf beertasting.com live die Biere mit den Braumeistern aus jeweiligen Brauereien. Das ist ja krass, Alter. Ja. Ihr könnt es auch nicht in die Augen geschaut. Das macht doch gar keinen Spaß mit was. Ein Festbier. Ein weihnachtliches Festbier. Ich find's nicht schlecht. Ist nicht so gut wie die beiden hellen, aber es ist... Ist es ein Dunkelbier, kann es sein? Schmeckt sehr, sehr... Ja, dunkles Bier. Ich würde es hinter die beiden hellen tun. Also eigentlich hinter dem Perlenzauber sogar. Also wenn ich am Supermarkt in dieser Quengelzone stehe und da sind diese ganzen, diese kleinen Alkoholfläschchen, die gibt es doch da immer so, Wodka, Jägermeister und sowas. Ja, Blutwurz so, und so ein Scheiß. Dann gibt's den. Dann würde ich sagen, das ist so Level Penninger Blutwurz ungefähr, das Bier. So Penninger Blutwurz. Kann man mal kaufen, wenn sonst nichts da steht, aber nein. Chinook. Oh. India Pale Ale. Jetzt wird's interessant, Freunde. Das hat nämlich ein bisschen erhöhten Alkoholgehalt. Wie stark? 6,2%. Ist noch nicht so krass, aber ein Pale Ale hat die Eigenschaft, dass es meistens recht bitter ist. Ist auch ein Craft Beer, wie man hier sehen kann am Design. Ich bin in letzter Zeit ziemlich auf den Geschmack von Craft Beer gekommen. Ohne Scheiß? Naja, weil es ist manchmal nicht schlecht. Also ich mag die IPAs und so weiter. Richtig oder? Halt dein Mund. Also ein leicht erhöhter, mit ein bisschen Pale, ein bisschen Bleich hier. Also ich Bleich mit dem Bier drin. Oh, schmeckt hier schon. Zettelchen dran gemacht. Ja, ne? Du hast dich in die Augen geschaut! Ich werde auch nicht in die Augen gucken. Wir werden alle schlechten Sex haben. Ihr habt mal gar keinen Sex. Dafür hier. Braucht ihr gar nicht erst Anschluss an. Das Ding hat Umdrehungen, ja, leckt mich am Arsch. Was? Das ist richtig wild. Ist es wild? Ja, okay, ich probier's. Das schmeckt wie ein ungezähmtes Bison. Es hat einen sehr bitteren Nachgeschmack. Es ist unfassbar. Der Eigengeschmack, also der, wenn es in den Mund geht, das ist sehr gut. Das ist auch richtig würzig eigentlich, finde ich. Aber ich glaube, es wird sicher auch noch schlechtere Biere geben jetzt. Vorlesen! Ja, Moment. Wir riechen dieses Mal. Ich rieche gar nichts. Das ist offensichtlich ein helles. Mach mal nicht so viel bei mir rein. Privatbrauerei, naturtrübes Kellerbier. 1842, Freunde. So lang ist das da schon in diesem Kalender drin. Ganz genau. Hab ich sofort errochen, dass das ein Kellerbier ist. Du musst dir das mal vorstellen, dass die Kalea ist so krass einfach. Die bauen 1842, bauen die diesen Kalender, tun da das Bier rein und lassen das dann bis 2021 rein. This is why mom doesn't fucking love you. Die haben sogar die Cherokees überredet, da ein Bier reinzutun. Das ist schon krass. Schon wieder. Ich hab euch in die Augen geschaut, das zählt doch auch. Du schaust mir nie in die Augen. Ja, aber die sollen ja auch nicht guten Sex haben. Also sollen sie aber jetzt noch nicht. Also doch, Freunde, ihr dürft den besten Sex haben, den ihr jemals hattet. Am besten mit euch selbst. Das kannst du Was ist die allgemeine vorherrschende Meinung bis gerade eben? Das ist gut. Es steht mild drauf und mild ist auch Programm. Ist es ein helles, oder? Ein Kellerbier, ja. So ein Kellerbier, ja gut, das ist kein helles. Können wir mal wieder Weißbier trinken. Geht in die Richtung, ist gut. Das gut, ist okay. Dass wir vorhin was gegessen haben. 4,8%, ja, ich finde es ganz einfach. Also so mittig. Ein solides Bier. Ja, so zwischen den Perlen, genau in die Mitte einfach, oder? Haus mal genau in die Mitte. Carina, bitte suche uns die 7 aus. Nummer 7, meine Glückszahl. Alter, 24. Boah, das wir haben nicht einmal ein Drittel geschafft. Fuck me. Cistra Helles. Das habe ich damals getrunken bei meinem Papa, bevor er gestorben ist. Hier schon auf. So, wir haben hier 5,6%. Ist nicht gestorben, Alter. Nein, mein Papa lebt noch und der soll auch ganz lange noch leben. Alter, wie viel machst du dir rein? Spinnst ich du oder blau was? Werden. Das ist doch völlig irre, oder was? Ich will blau. Hauptsache, wir drehen dann den Rest der Videos einfach blau. Ja. Fix und fertig. Kannst du das Video zuerst hochladen? Und klar ist, dass der Rest der restlichen Folgen dementsprechend bescheuert. Das soll ich sogar zuerst hochladen. Genau. Jungs, nicht lang schnacken, Kopf in die Hand. Guck mal, eine Portion. Das ist Radlerbier, Alter. Stimmt. Ist ja Radler, ne? Deswegen heißt es ja auch Citra Hell. Der Citra ist wohl ein Landprogramm hier. Das habe ich anno dazu mal schon einmal getrunken. Das war 1964 beim Eurovision Song Contest. Kann man nur so viel Scheiße in einen Satz labern. Du hast einen Witz gemacht, dass dein Vater gestorben ist, Alter. Na und? Das war lustig. Alle haben gelacht. Nee, aber ich weiß gar nicht. Hat schon wieder dieses Baumgeschmack im Nachhinein? Nein. Ja, mach's weg. Komm. Wiener Lager.
Boah, geil. Sieht so aus. Scheinbar war es ziemlich. Aber es ist Österreich, ne? Wien. Österreich, schenk mir ein. Aber es ist Alkohol, kenn dein Limit. Leute, auf euch, auf den Kanal hier. Auf über 3 Jahre beste Freunde oder so hier schon. Ist das so? Bestimmt safe. Ich hab so viel Prost. Kohlensäure im Magen. Rübst du mal ordentlich. Zeig mal, was du kannst. Nimm mal ordentlich, komm. Kannst du es? Ich kann nicht. Aber wenn du mal rübsen musst. Was war das denn? Sehr würzig, Freunde. Es ist ultra würzig. Quatsch. Würzig ist ja gar nichts. Ich finde es total angenehm. Oh, oh. Ist ziemlich gut. Hat es ist sehr lecker. Hat irgendwas Schönes, gell? Hab ich nicht erwartet. Ich würde es sogar fast auf den ersten Platz tun, um echt zu sein, weil ich gerade voll so war. Mann, war das geil. Das war sehr lecker. Wien, du schaffst es immer wieder, uns zu verzaubern. Lassen Sie sich testen. Meister Sud Festbier. Oh, das kennen wir schon. Grafing bei München Wildbräu. Das ist Wildbräu-Bier. Haben wir schon mal getrunken. Hm. Das wissen wir, wie das schmeckt. Nein. Ich muss Jodel noch moderieren heute. Das schaffst du schon. Betrunken und dann hören wir. Nee, mehr lachen wir noch. Ach, da hören wir. Willkommen zu einem Folge. Allein wie es aussieht. Super. Ey. Ja, ist halt Grafinger Meistersud, gell? Kennen wir, wissen wir, dass es gut ist. Ich darf es mal so auf den 3. Platz, darf ich es mal tun. Ich würde es auf den 4. Platz tun. Oh, man muss auf den 4. Ist okay. Ein Zwickel! Kämmer, wisst mal, wie es geht. Ich kann nicht mehr. Kämmer, Zwickel, haben wir schon mein ganz oft. Mein Zwickel. Haben wir schon so oft drungen. Zack, ich schenke mir das zuerst ein. Da braucht man gar nicht nachgucken, woher es kommt. Dann schenke ich gerade wieder ein. Und dann den Arschloch. Wer so einschenkt, muss gekreuzigt werden. Wer mag die Seifenblase einfach? Geil. Bäh. Ich kann es nicht mehr riechen. Ja, Zwickel ist auch, das ist auch so solide irgendwie, gell? Das kann man schon mal machen, aber auf der anderen Seite. Wisst ihr was, Leute? Wenn du jetzt sagst, ich liebe dich oder ich liebe euch oder irgendwie sowas. Aber ja, Scheiß an der Stelle, ist es schon echt. Halt die Schnauze. Weißt du, wie viele Jahre hältst du es schon aus? 8 oder 9 oder so. Mein Respekt dafür. Ich finde das ziemlich gut sogar, muss ich sagen. Auch ziemlich gut. Vielleicht machst du irgendwo da vorne oder so? Naja, ich hätte es jetzt eher so zwischen Perlenzauber und Franconia getan. Ich muss sagen, designmäßig schon direkt abgeholt. Das schönste Design bis jetzt von allen Bieren. Ich finde es auch, das hier hat irgendwie voll was, gell? Dieses ich Ding. Das halt hier und dann das hier mit dem schönen Grün hier und so. Es ist halt sehr Vintage. Und ich muss sagen, bei Bieren bin ich mal so, da mag ich das Urige sogar mehr. Ja, das muss Gold sein und Piraten müssen bei dir drauf sein. Theo trinkt heute kein Bier, Theo trinkt heute nur Schaum. Gell, es ist total nervig nur noch. Weg damit, Jungs! Also, das Hoppebräu ist sehr lecker. Ist ein helles und kann dementsprechend ist es lecker. Und dementsprechend würde ich es zu den anderen hellen zuordnen. Kann ich nur so bestätigen. Irgendwann muss ich mal eine Story erzählen, wie du dich beim Tequila-Trinken mal anstellst. Das ist aber auch nur, wenn ich dann schon so betrunken bin im Club oder sowas, dass ich nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge. Ich habe letztens Hübi erzählt, dass ich kaputt gelacht. Ja, aber das ist auch echt witzig. Ultra lustig. Es ist halt einfach so, dass also man muss erst das Salz lecken, dann den Shot kippen und dann in die Zitrone beißen, oder? Genau, ja. Und ich war irgendwie der Meinung, ich muss erst den Shot kippen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das Salz schon drauf. Und dann habe ich zwischendrin mich umentschieden und wollte das Salz ablecken, dann habe ich mir den Shot über die Hose gekippt. Aber sorry, aber um 3 Uhr im Club, wenn man hackedicht ist, so. Du hast ja schon mal das Salz geschnieft. Das war auch irgendwie komisch. Was aus beim Schniefen so? Irgendwas war hier gerade falsch. Salz schniefen macht keinen Sinn. Oh, das klingt schon ganz übel. Oh, das klingt schon voll, so. Das klingt nach Tannennadeln. Ja genau, hier kommt dein Waldspaziergang in der Flasche mit frischen Aromen von Kiefernadeln. Mhm. Also ich glaube, es gibt meine persönliche neue Nummer 1 jetzt gleich. Ja, du liebst das, gell? Aber ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein helles ist oder was ist es denn? Egal, jetzt ist es Tannennadeln. Jetzt wird es pervers. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde es so interessant, wie unterschiedlich Geschmäcker sein können. Aber ja, es ist ein Baum. Ist die Tannennadel wieder. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Als Dabba. Alter, riecht wie Männerparfum. Als Dabba Chris Kindle Sorschers leckt. Meine Fresse. Warum, Alter, Junge. Jetzt sind wir schon bei 20. Ja. Ist euch klar, wie viel Bier wir gesoffen haben? Diese Biere gehen hier um die Ecke schon rum. Schnürbecker. Was? Das ist ja dein Bier, Carina. Was mein Schnürbecker, hast du mal das Radler getrunken? Echt? Stödebäcker. Ja, das ist aus Dingsbums, Nordsee. Stimmt, ja. Aber die haben doch da diese Frucht drin gehabt. Ja, aber du hast die gemischt geholt. Oh, wow, wollen wir. Könntest du, Thomas, bitte lass es. Das macht mich gerade richtig irre.
Aber schon schön, Yoshi, oder? Was wir hier so haben. Nein, es hat nur ein bisschen geschäumt, Freunde. Das kann manchmal passieren, wenn man die Flaschen zu unvorsichtig öffnet. Macht jetzt aber in dem Fall nichts. Wir haben immer noch genug für uns übrig. 4,9%. Let's fucking go. Wir haben jetzt nur noch das Bier und vier Biere, ne? Vier Biere, ja. Drei. Eins. Nicht weiter. Okay, ich kann nicht rechnen. Ich bin schlecht in Mathe, passt. Wir müssen es jetzt genießen. Okay. Okay. Störte. Was? Pilz. Könnte schwierig werden. Fucking Pilz, Alter. Wer trinkt das? Ja, das ist ein herbes Pilz. Ich find's in Ordnung. Ja, ist okay. Ich würde schon irgendwo hier so einsortieren. Ja, ich würde mit so ein bisschen machen, schlechteren. Genau, genau. Hier so. Carina, yes. Weißt du ja. was? Ja. Ich bin richtig froh, dass du zu uns als Partner von CO dazugekommen bist. Kosmetik, was du schon gemacht hast, das Monster von 100.000 Likes für den Tod. Das Monster, das man in zwei Einstellungen gesehen hat. Ja. Das sieht nach einem Zwerg aus. Also kein Löschzwerg, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, das war wieder so fett, Alter. Ein Herke Hell Braumanufaktur. Ah, das kennen wir, oder? Strohgelb präsentiert sich das Helle unter luftigem Schaum mit einer dezenten Hopfennote. Ein feines, blumiges, leicht grasiges Aroma unterstreicht die Spritzigkeit. Grasig? Zutaten, Wasser, Gerstmalz, Hopfen. Das ist immer dasselbe, ist krass. Warum? Wie viele unterschiedliche Biere man brauen kann, nur mit diesen drei Zutaten. Ich finde das faszinierend. Das muss man jetzt mal wirklich herausheben, dass es einfach krass ist. Was ist das denn für ein... Ich mag einfach Zwerge. Ich finde Zwerge sehen so schön aus, irgendwie diese Flaschen. Ich finde die voll cool. Was sagen wir denn zum Bier? Wohin gehen wir das? Das wäre scheißegal. Okay, also ich würde es eher zu den Hellen halt wieder nach da vorne tun. Irgendwo. Ja, pass mal da so her. Irgendwo. Ja, ja, genau. Das Weißbier fickt mir ein bisschen. Weißbier ist das. Gäste? Echt? Ist das Weißbier? Ja. Weißbier! Schwendelweiße. Ole, ole, ole. Dicke Tüten Kartoffelsalat. Nee. Prost. Bira Bavarese. Aber das ist doch kein Weißbier, oder? Oder ist das ein Weißbier? Doch, doch. Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen. Genau, Krefel. Steht echt nicht da, ne? Ist nur bayerisch halt. Das ist mein persönlicher... Nee, gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot, aber wo es herkommt, steht da. Ist okay. Krass. Das ist mein persönlicher Schwendel. Horror. Ja? Okay, ich probiere gut. Schwendel. Ich find's gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, ich mag's. Oh, ist da. Ja, nicht meins. Okay. Jetzt kommt das Letzte. 24, bitte lass wieder Bad Santa oder sowas. Oh, 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 oh. Ist es Bad Santa? Oh, es hat wieder ein ja! Zipfelmützen. Ja, Bad Santa. War aber auch geil. Das war aber nicht nur witzig, sondern das war auch ein geiles Bier, gell? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Das war, doch, doch, ich fand, das war richtig gut. Alter. Ich fand die Zipfelmützen. Den Kronkorken finde ich schon so geil. Hier macht BS drauf. Bad Santa. Mhm. Muss ich das herdrehen, Alter? Guck dir mal an hier. Da ist Bad Santa. Bad Santa. Oder warte, so von unten, warte. Mega nice. Santa Ghost Gypsy Boy. Jeder darf sich selber einschenken, wenn er möchte. Okay. Oh, wie es aussieht. So gut. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht doch, mehr daran erinnern. Doch, weil das ist so ein Dunkelbock, gell? Jährlich bringe ich neues Bier raus. Krass. So, jetzt möchte ich mal sehen, wie du jetzt trinkst. 6,2%. Nein. Nochmal. Hier ist das Bad Santa, Leute. Ich bin eine Prinzessin. Auch dieses überlebte Jahr 2021 ist auch eine Leistung. Cool. Aber immerhin sind die Clubs wieder offen. Oh Gott, wie soll ich denn trinken? Und wir waren immer noch nicht feiern, Alter. Du warst schon feiern, ich nicht. Ja, ich war feiern, aber ohne dich. Ich bin ja auch alt. Zum Kotzen, Alter. Das boah, war das? Hä? Als ob du es echt geschafft hast. Yes. Das ist ja mega, okay. War sehr lecker. Bad Santa ist geil. Ist richtig gut. Schuss mal zu den Hellen. Es ist zwar kein Helles, aber... Also mein persönlicher Favorit war das... Tannenbadel-Ding hier. Das machst du sehr gerne, ja. Forest Lager. Das war mein persönlicher Favorit. So, du warst der Perlenzauber, gell? Ich glaub schon, ja. Du warst der Perlenzauber. Was war's bei dir? Ich nehme den Steam jetzt nochmal. Den Steam, okay. Gut, dann haben wir unsere Favoriten. Also ich muss dir sagen, Der muss nochmal testen. Österreich verzaubert mich immer wieder aufs Neue. Leisten Sie Ihren Beitrag. Kaiserschmarrn. Dampfnudel. Boah. Jetzt krönen wir nochmal den König der Biere hier. Einmal durchtauschen, bitte. Steam ist zackbar. Sag, du nimmst den Perlenzauber. Du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt einmal das Steam. Also mein König bleibt der hier. Auf was können wir uns jetzt einigen? Aber Steam ist nicht schlecht, oder? Steam ist nicht schlecht. Nimm deinen. Wollen wir alle drei krönen? Wir haben doch alle verschiedene Geschmäcker und ich würde sagen, jeder hat seine Nummer 1. Okay, wir krönen alle drei. Das heißt, es gibt jetzt Gruppenfoto. Erst kriegt er hier. Gut, der, also da muss schon Bad Zack. Center muss bekommen. Ja. Okay, Bad Center. Gut, Bad Center kommt auch noch mit dazu. Bad Center, Ehrengast, wird geehrt für sein Lebenswerk. Einfach nur, weil das Bier so geil ist. Was für...
Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß am Mitsaufen. Jetzt und so. Kauf ich den Kalender. War echt geil, oder? Also der Kalender erstaunt mich jedes Mal wieder aufs Neue, weil ich so bin, das schmeckt alles so unterschiedlich. Ich finde das faszinierend. Gell, wie man Bier so unterschiedlich brauen kann. Vor allem ist wirklich nur, es ist nur Wasser, Wasser, Gerst, Malz, Hopfen. Und bei Weißbier ist manchmal noch Hefe mit dabei. Was ich auch noch cool finde, ist, dass das Wort Brauen dem Bier so gehört. Oder braucht man was anderes als Bier? Nee. Das klingt auch so cool schon. Ja. Ein Zaubertrank brauen. Zauber. Miraculix braut Zaubertränke. Ja, das war auch ein Bier bestimmt. Ja, Leute, oder Scheiß. Danke, dass ihr hier seid. Oh Gott. Ja, okay, passt. Tschüss. Seid die Besten. Auf euch, Leute.